Marina Merenda, 1-2 Niederlage gegen IB zum zweiten Mal verloren, hier in der AFG Arena gegen den gleichen Gegner. Ein bisschen unglücklich. Ja gut, wenn wir gesehen, wenn wir letztes Mal verloren haben, dann ist es noch viel unglücklicher gewesen, als wir in der letzten Sekunde das Goal bekommen. Aber man verliert nie gerne, speziell nicht daheim. Und wenn der Gegner heute übermächtig gewesen wäre, müssen wir sagen, okay, das müssen wir akzeptieren. Aber das war IB heute nicht gewesen, und von dem her sind wir schon recht enttäuscht. Sie sind noch reingekommen in der zweiten Halbzeit, zusammen mit dem Nico Abeckel, und dann haben Sie in Co-Produktion gerade den Anschlusstreffer können schiessen. Wie war das für Sie? Ja, ich sage, so der Moment, wo der Ball drin ist, war sicher ein befreiendes Gefühl gewesen. Aber jetzt, so nach dem Match, muss ich sagen, es ist schön, ein Goal zu machen, aber schlussendlich gewinnt und verliert die Mannschaft miteinander. Also, ich kann jetzt auch nicht irgendwie 3 Punkte, die ich auf mein Konto gut schreiben, sondern 2-1 verloren. Und das ist ein bisschen bitter, und das ist halt ein bisschen der Fall, den Nachgeschmack, den man hat. Das 2-0 ist auf den Konter gefallen. Dort haben sie recht schon aufgemacht. Es sind wenige Leute hingestanden. Haben doch vielleicht zu früh aufgemacht, um IB mehr Räume zu geben? Oder hat das müssen so sein? Ja, ich glaube, wir haben Druck gemacht. Und dann ist halt die Euphorie gekommen. Und das Publikum war da gewesen, und die Chancen sind gekommen. Und dann vielleicht ist es halt der Moment, wo mal der eine sagt, jetzt gehe ich auch noch mit, das probiere ich auch noch. Und es war halt der falsche Moment gewesen. Und schlussendlich passiert halt Goal auch aus Fehler. Und sicher eine Verkettung von vielen Fehlern, und am Schluss steht einfach der Emotion an die Täter, und ob er den Ball richtig trifft oder nicht, keine Ahnung, aber er geht rein. Es war sicher bitter, dass 2-0 so überkommt.